Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. So hieß die legendäre Filmsatire von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1964, in der Verrückte einen Atomkrieg auslösen. Wie weit ist dies eigentlich von der Realität entfernt, wenn wir nach Nordkorea blicken? Oder ist das alles nur Säbelrasseln, um sich gegenseitig zu beeindrucken? Die Machtprobe. Trump gegen Nordkorea, liebe Zuschauer, der Titel der Phoenix-Runde heute Abend. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Bei mir ist Frau Professor Un Chong Lee, geboren in Korea, Politikwissenschaftlerin. Sie haben in Seoul, in der Hauptstadt ihres Landes, studiert und in Göttingen und sind jetzt Lehrstuhlinhaberin am Institut für Koreastudien der Freien Universität Berlin. Hao Gui ist bei uns aus Nanjing in China. Ja, Sie sind Asienredakteur bei der Deutschen Welle. Harald Kujat, deutscher General AD der Luftwaffe, früher Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des einflussreichen NATO-Militärausschusses. Und Brent Goff aus den USA ist bei uns. Sie arbeiten auch bei der Deutschen Welle, als bei der Deutschen Welle Nachrichten, als Chef-Nachrichtensprecher. Zwei Kollegen der Deutschen Welle hier. Deutsche Welle bekannt als ein Sammelbecken internationalen Sachverstands und dessen bedienen wir uns hier auch in der Sendung. Frau Lee, welche Gefahren für den Weltfrieden lauern eigentlich derzeit auf der koreanischen Halbinsel? Sie meinen jetzt ja. Von der nordkoreanischen? Nein, insgesamt, denn das ist ja das Gebiet, wo im Moment viele Spannungen sind. Lauern da Gefahren für den Weltfrieden? Also diese Frage, ne, ob es von Korea aus oder von der koreanischen Halbinsel aus eine Gefahr für den Weltfrieden lauert, die Frage hören wir jedes Jahr fast im April oder im März immer wieder. Und letztendlich unterscheidet sich nicht so viel, also in diesem Jahr nicht so viel von den letzten Jahren. Aber ich staune eigentlich, warum diese große Aufregung in Europa. Gut, dann können wir das mit einer weiteren Frage möglicherweise etwas konkretisieren, Herr Goff. Inzwischen hat sich ja insofern etwas geändert. Im Weißen Haus sitzt Donald Trump, der jetzt möglicherweise darüber sinniert, welche meiner beruflichen Fähigkeiten versetzen mich in die Lage, die koreanische Krise zu lösen. Es ist ein guter Punkt. Der Kalender spielt eine große Rolle dieses Jahr, weil in 3 Tagen haben wir, 100 Tage Trump als Präsident. Und obwohl er sagt, dieser Zeitpunkt keine Bedeutung hat, die Realität ist, er wird jetzt an diesen 100 Tagen, seine Leistung wird jetzt gemessen. Und zu behaupten, die Drohung von Nordkorea sei besonders stark jetzt, und dann zu zeigen, dass die USA in der Lage ist, was dagegen zu tun, ist, was in seinen Augen was Positives und was Starkes. Weil, ich meine, innenpolitisch kann er nicht so viel zeigen. Und vielleicht dann mit Nordkorea konnte er ein paar Pluspunkte bekommen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen wie ein Ablenkungsmanöver von anderen Problemen. Herr Kujat, was ist denn da tatsächlich denkbar auf der koreanischen Halbinsel? Es gibt, wie gesagt, die Nordkoreaner. Es gibt eine Reaktion von Trump, der sich anders als sein Vorgänger da nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen will. Was ist da militärisch denkbar? Nun, Nordkorea hat Nuklearwaffen produziert. Nordkorea produziert Raketen, inzwischen auch weitreichende Raketen. Und ganz offenkundig will der amerikanische Präsident dieses Problem lösen. Das Risiko, das von Nordkorea ausgeht, ist im Grunde ein zweifaches. Das eine ist, sie sind offensichtlich nun in der Lage, auch Feststoffraketen zu produzieren. Was bedeutet, dass man die dann auch von U-Booten abschießen kann. Im letzten Jahr ist ja bereits ein Test erfolgt. Das bedeutet außerdem, dass diese Raketen praktisch unauffindbar sind, nicht zu treffen sind. Das ist ein großes Risiko. Und das zweite Risiko ist, dass sie beabsichtigen, zumindest weitreichende Langstreckenraketen zu entwickeln. Und damit steigt das Risiko für die Vereinigten Staaten. Bevor dies geschieht, will offensichtlich die amerikanische Regierung dieses Problem, ich sage jetzt einmal, auf die eine oder auf die andere Weise lösen. Gut, wie sie das lösen können und ob sie es überhaupt lösen können, werden wir noch besprechen.
Herr Kui, nebenan wohnen ja die Chinesen. Und die wird es sich ja sicherlich nicht kalt lassen, wenn sich Kim Jong-un und Donald Trump in die Wolle geraten. China ist, glaube ich, das einzige Land, das in der Lage ist, das Nordkorea-Problem zu lösen. Allerdings wird China das nicht offenkundig sagen. Es gibt in der chinesischen Außenpolitik einen Grundsatz, das heißt halt der Grundsatz der Nicht-Einmischung. Das heißt, China wird nie zugeben, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes eingemischt zu haben. Obwohl im Moment, so wie die Nachrichtenlage aussieht, dass sehr viel passiert. Am Wochenende werden sich da die Außenminister des UN-Sicherheitsrats noch mal in New York treffen. Und vorher sind viele Gespräche stattgefunden, zum Teil in Tokio, zum Teil auch in Peking. Also China ist fest in Überzeugung, dieses Problem zu lösen, und zwar friedlich. China möchte vermeiden, dass die USA mit den Streitkräften vor der eigenen Haustür stehen, möchte aber auch auf der anderen Seite auch noch vermeiden, dass die Millionen von Flüchtlingen, wenn zum Beispiel das Regime von Nordkorea irgendwann mal nicht mehr geben sollte, massenweise nach China kommen. Und China ist nicht aufnahmebereit und ist nicht in der Lage, so viele Millionen Menschen aufzunehmen. Vor allem die Grenzen, die Grenzprovinzen zu Nordkorea, die sind wirtschaftlich ziemlich schwach. Nun sind Fernsehsendungen ja nicht dazu da, Ängste zu schüren, aber trotzdem die Frage, müssen wir uns Angst machen? Nein. Nein. Sie sagen nein. 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 Auf keinen Fall. Ich denke, die Situation, natürlich hat es in den letzten Tagen ein Risiken gegeben, das muss man wirklich sagen. Ich denke, inzwischen hat sich die Situation aber einigermaßen stabilisiert, wenngleich auf einem hohen Eskalationsniveau. Das muss man wohl feststellen. Das bedeutet, dass eine Fehleinschätzung, eine Überreaktion jederzeit wieder die Krise in voller Stärke ausbrechen lassen kann. Aber im Augenblick sehen wir, dass auch auf der amerikanischen Seite, dass das Bemühen um eine friedliche Lösung deutlich zugenommen hat. Und in der Tat, China kommt hier eine ganz entscheidende Rolle zu. Die Vereinigten Staaten versuchen nun den engen Schulterschluss mit China, was völlig richtig ist. Mit Japan ist er ohnehin da. Ich denke, auch mit Russland muss ein enger Schulterschluss gesucht werden. Also so paradox das klingen mag, die Spannungen der letzten Tage und Wochen, die mit den Tests zu tun haben, natürlich auch mit den verbalen Attacken auf beiden Seiten, diese Situation hat zu dem paradoxen Ergebnis geführt, dass jetzt die Voraussetzungen für eine Lösung des Konfliktes auf friedliche Weise eher gestiegen sind. Amerikanische Marinesoldaten kommen im Moment ja ziemlich rum auf dem Globus. Eigentlich sollten sie ja nach Korea unterwegs sein, kreuzen aber vor der australischen Küste, ein ganz schönes Stück weit weg. Was hatte Donald Trump oder die amerikanischen Generäle eigentlich da im Sinn mit dieser komödiantischen Einlage, die ja zunächst mal verwirrt hat und auch so Zweifel an der Zuverlässigkeit und dem klaren Gedanken in dem Oberkommando der US-Marine hat aufkommen lassen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Vorteil von Donald Trump in dieser Situation ist, dass er ist genauso unberechenbar wie Kim Jong-un. Und das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass wir diese Konstellation haben. Einen Supermarkt mit einem Mann, der macht, was er will. Und das ist nicht vorher zu sehen. Und auch bei Nordkorea. Und wie Sie sagen, vielleicht ist das ein Paradox, aber vielleicht haben wir die besten Voraussetzungen dadurch, eine friedliche Lösung zu finden. Keiner kann sagen, Donald Trump ist wirklich bereit, Krieg gegen Nordkorea zu erklären. Darf er das überhaupt? Ja, er musste zum Kongress gehen und um Erlaubnis fragen. Das will er nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich auf diesem Kurs militärische Konfrontation. Ich glaube nicht, dass er auf diesem Kurs will. Nun ist ja die chinesische Kultur und Geschichte auch geprägt von einem Konfuzius, der ja viel über Moral, Nachvollziehbarkeit, menschliches Ansinnen, Humanität hatte. Für die Chinesen muss doch ein solcher amerikanischer Präsident irgendwie fast schon ein Albtraum sein, wenn der mehr oder minder macht, was er ist, man sich noch nicht mal auf solche Dinge verlassen kann, dass seine Schiffe rechtzeitig vor der koreanischen Küste aufkreuzen. Ich glaube, Trump hat lediglich einen Fehler gemacht. Er hat die,
die Ankündigung, dass ein Flugzeugträger dahin fährt, ein paar Tage vorher bekannt gegeben, stand irgendwo in der Unterlagen. Das kommt vor. Gut, dunkel laufen, aber selbst China weiß genau, China braucht eine enge Beziehung, einen Schulterschluss mit den USA zusammen, um dieses Problem in Nordkorea zu lösen. China ist immer wieder der Meinung gewesen, China ist nicht dafür verantwortlich, dass die Krise so, wie es heute aussieht, eskaliert ist. Gemeint ist natürlich, sind die USA. Und die müssen ja dafür sorgen, dass der Druck auf Nordkorea ein bisschen nachlässt. Und dann kann man vielleicht eine Möglichkeit nach Gesprächen finden. Frau Lisi, waren ja die am entschiedenst gesagt hat, also das ist alles Säbelrasseln, da besteht keine Gefahr. Jetzt wäre ja Südkorea bei einer spannungsgeladenen Krise ja schon alleine aufgrund der geografischen Lage sofort mit dabei und von erheblichen Einwirkungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, betroffen, wenn es dort zu kriegerischen Auseinandersetzungen gibt. Gibt es in Ihrem Land da keine Angst, dass das tatsächlich außer Kontrolle geraten könnte? Also wie Sie sagten, dass der durch Trump, dass wir in beiden Seiten Führer haben oder also die Stadtschiffs haben, die unberechenbar sind oder die, mit denen wir noch nie gearbeitet haben. Das ist schon Ausnahmesituation. Aber dennoch, wir leben seit Koreakrieg eigentlich mit so einer Krisensituation. Und dann in den wenn Sie sehen, seit 1993 haben wir jedes Jahr wiederholende Krisenszenario. Und 2014 saß ich genau in dieser Runde, auch mit dem Titel Säbelrassel auf der koreanischen Halbinsel. Haben wir Krieg oder nicht? Dieselbe Frage hatte ich auch damals. Und das war auch gleich nein. Und wie Sie sagten jetzt, also, ob es jetzt die Spannung ist ein bisschen reduziert worden, das ist klar. Aber bei dieser Spannung, selbst da, also vor ein paar Tagen, ob es ernsthafte Kriegsgefahr oder eine Gefahr, eine militärische Auseinandersetzung gegeben hat, das bezweifle ich. Wir hatten auch lange diskutiert im Institut, auch unter den Kollegen, wie sollen wir das einschätzen? Müssen wir so einen Aufruf unter den Wissenschaftlern, die sich mit Ostasien beschäftigen, einen Aufruf ausschreiben, kein Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Okay. Ist das ernsthaft oder nicht? Da waren wir uns alle einig. Nein, das ist nicht die Situation, da sollten wir uns noch keine Stadt. Also es war Ihnen sozusagen gar nicht wert, einen solchen Aufruf zu erlassen. Nur durch Donald Trump ist die Situation jetzt ja doch etwas anders geworden. Der hat ja gesagt, er lässt sich das alles nicht mehr gefallen, er will da aufräumen. gerade gesagt wurde, er kann auch nicht alleine Krieg erklären. Und wenn er auch erste Schlag ausüben will, da braucht er auch intern auch Zustimmungen. Ne? Und er kann nicht alleine Knopf drücken. Also da müssen wir schon der ganze Institution, USA, Staat und dann noch sehen. Das macht er auch nicht, weil er weiß, wenn er, sag ich mal, der erste Schlag macht, dann gibt es sofort eine Invasion von Nordkorea auf Südkorea. Und das will er nicht. Aber was meinen Sie, was will der Staatschef von Nordkorea wirklich? Letzte Woche gab es ein großes Video. Es gab eine Parade in Pyongyang und da haben die, und ich meine, ich war selber ziemlich überrascht, die haben gezeigt, ein zukünftiger militärischer Konflikt und San Francisco wird da mit einer riesigen Atomwoche zerstört. Und die Leute alle da in dieser Halle haben geklatscht. Und ich dachte, okay, wir sind hier im falschen Film, glaube ich, dass das irgendwie so gelobt werden kann von so vielen Menschen. Aber die Zerstörung einer Stadt ist für Nordkorea nicht so großartig. Sie müssen auch, wir sollen auch versuchen, was nordkoreanische Regime oder der Führer haben. In den letzten Jahren immer wiederholt hatte. Und die Strategie von Nordkorea, wenn sie solche Drohungsszenarien aufbauen und ihr müsst vor uns Angst haben, das ist ja, was sie sagen wollen. Ne? Aber was steht dahinter und was hatte Nordkorea in den letzten Jahrzehnten versucht, mit ihrem Atombombenprogramm, Raketenprogramm zu erreichen, versucht? Das ist ja Anerkennung und diplomatische Beziehung. Man hört ja immer wieder, dass Nordkorea diese Rüstung vorantreibt, auch möglicherweise Nachbarn zu bedrohen, zu sagen, also bitte uns nicht angreifen, weil Kim Jong-un das Schicksal von Muammar al-Gaddafi und von Saddam Hussein vorschwebt, die eben keine Atomwaffen hatten und irgendwann mal
die Konflikte mit den USA nicht überlebt haben. Ist da was dran? Ist das, oder gibt es da andere Gründe aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass das Regime in Pyongyang schon die Absicht hat, stärkere Waffen zu entwickeln. Sie glauben zumindest, dass es A für die innenpolitische Diskussion gut, für die Propaganda gut. Wir sind so gut, wir haben so viele Atomwaffen entwickelt, wir haben Raketen, wir haben sogar in der Zwischenzeit interkontinentale Raketen entwickelt, die man von einem U-Boot aus auch launchen kann. Und das ist ein Symbol der Stärke der Staatsführung. Und natürlich ist es eine Botschaft in die ganze Welt, lass uns bitte in Ruhe. Ne? Wir haben Waffen, wir sind gefährlich, wir könnten gefährlich sein. Wir haben im Moment vor der koreanischen Halbinsel die Situation, dass die Militärpräsenz der US sehr stark ist. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Mhm. Denn jedes Jahr findet ein gemeinschaftliches Manöver zwischen den USA und Südkorea statt. Und das immer mit großer Beteiligung der US, aber auch südkoreanischen Streitkräften. Im letzten Jahr waren mindestens 300.000 Soldaten von Südkorea an dem Manöver beteiligt, auch mit atombetriebenen U-Boot, auch mit atombetriebenen Flugzeugträger. Die ganze ist da und das Ganze dauert 8 Wochen. Also von daher, das ist nicht gewohnt, das ist nichts neu. Was neu ist, dass der US-Präsident Trump jetzt diese Nachricht an die große Glocke hängt und sagt, ich schicke da eine große Armada dahin, schlagkräftig. Das Gefährliche an der Situation für uns erscheint ja, dass da zwei Atommächte aneinander geraten können. Herr Kujat, Sie haben das ja gerade schon angedeutet. Das ist ja die Befürchtung. Der Spiegel hat diese Woche auf seinem Titelbild Kim Jong-un und Donald Trump in Kinderhöschen auf einer Atombombe reitend und wollte damit sagen, also das ist eine Gefahr für die ganze Welt. Sind die Koreaner, also die Nordkoreaner überhaupt schon in der Lage, Atomwaffen einzusetzen? Sie haben Raketentechnik, sie haben ja offenbar auch nukleares Material. Wären die überhaupt in der Lage, einen Atomschlag zu führen? Naja, die Frage ist, gegen wen? Gegen Südkorea sicherlich, das wäre ohne weiteres möglich. Aber die Frage ist ja, sind Sie bereit oder wollen Sie diese Systeme einsetzen? Da muss man eben verstehen, dass dieses Regime braucht die Nuklearrüstung und braucht auch diese Raketenrüstung für den eigenen Bestand, um nach innen und nach außen. Nach innen Stärke demonstrieren, nach außen sozusagen Abschreckung zu demonstrieren. Das Staatsziel Nummer 1 ist die Sicherung der Kim-Dynastie und des Systems überhaupt. Und dazu braucht man diese Rüstung. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass er diese Waffen nicht einsetzen wird. Denn wenn er sie einsetzt, muss er mit einem starken Gegenschlag der Vereinigten Staaten rechnen. Und dann ist die Kim-Dynastie ausgelöscht, dann ist das System weg und dann ist das Land zerstört. Das heißt also, diese Systeme garantieren sein Staatsziel Nummer 1. Er wird sie nicht aus der Hand geben. Das Risiko ist aus meiner Sicht ein ganz anderes. Nicht heute und nicht morgen. Das Risiko ist, dass es eine Provokation von Nordkorea gibt, die eine Reaktion Südkoreas auslöst. Das ist das Risiko, dass es dann zu einem Konflikt zwischen Nord- und Südkorea kommt. Und dann die nordkoreanische Armee ist zahlenmäßig sehr stark, aber im Grunde genommen völlig veraltet. Das heißt, Südkorea wird sehr schnell diese Armee überrennen. Und dann käme eine Situation, wo sozusagen es, um den Bestand zu sichern, sozusagen als Panikreaktion dann Nuklearwaffen eingesetzt wird. Dieses Risiko sehe ich nicht, wie gesagt, nicht heute und nicht morgen, aber deshalb ist es eben elementar wichtig, dass wir das Problem in den Griff bekommen. Und wir hatten es ja schon einmal im Griff, 1994. Es gab ja eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea. Man muss also diese beiden Komponenten, Druck aufrechterhalten, auch die Sanktionen aufrechterhalten, aber nicht überdrehen. Wenn wir die Sanktionen überdrehen, dann schaffen wir wiederum eine Situation, in der sich Kim genötigt sieht zu handeln. Aber aufrechterhalten, und glücklicherweise beteiligen sich jetzt die Chinesen auch daran. Die haben die Lieferung von Rohöl reduziert, was das Regime empfindlich trifft. Und die zweite Komponente ist dann eben eine Verhandlung mit den Nordkoreanern. Und da muss ich jetzt diesen Begriff einmal verwenden, auf Augenhöhe. Ja? Das ist das, was Kim will. Auf Augenhöhe.
1994 waren wir ja schon sogar so weit, dass ein amerikanischer Präsident Nordkorea besuchen wollte. Das wäre natürlich eine Anerkennung des Regimes. Das hat schon vorgeschlagen, ja, auch, dass er dasselbe. Er würde einen Hamburger mit Kim Jong-un essen. Ja, exakt das. Also ich sehe auch auf der Seite von Trump, von der amerikanischen Regierung, sehr viel Geduld in den letzten Tagen. Zwar auch Säbelrasseln, aber sehr viel Geduld und die Bereitschaft zu Verhandlungen. Nun hätten die USA ja nicht zum ersten Mal den Versuch unternommen, ein grausames Regime militärisch zu besiegen. Dieses Zeitfenster, wo man mit einem Präventivschlag quasi die Kim-Dynastie, die ja unglaublich viele Menschen auf dem Gewissen hat in den letzten Jahrzehnten, beseitigen könnte, dieses Zeitfenster ist schon längst geschlossen. Nein, das war 1994 gab es das. Da war die eindeutige Absicht, und das hat man auch der nordkoreanischen Führung mitgeteilt, wir zerstören den Nuklearreaktor, ich kann den Begriff jetzt nicht aussprechen, der das Plutonium für die Nuklearwaffen produziert. Das wussten sie. Und sie waren auch fest davon überzeugt, dass die Amerikaner es tun würden. Und das hat letztlich dann dazu geführt, in Kombination mit der Vereinbarung, die man geschlossen hat, der Abrüstungsvereinbarung, dass sie nachgegeben haben. Diese Chance bietet sich jetzt wieder. Ja? Jetzt müssen wir wirklich diesen Schritt tun. Alles hängt davon ab, dass China und die Vereinigten Staaten wirklich Schulter an Schulter dieses Problem angehen. Wird diese Chance von Südkorea wahrgenommen? Da sind ja demnächst Wahlen. Da ist ja politisch in Ihrem Land auch einiges in Bewegung. Glauben Sie, dass man also jenseits von Säbelrasseln jetzt versucht wird, doch zu einer Verständigung zu kommen mit Nordkorea? Es wird von der Wahlausgang auch sehr stark abhängig sein, wie die neue Regierung sich auch dazu verhält. Also ob die konservative Lager gewinnt oder progressive Lager, also liberale Lager gewinnen wird. Bisher ist es ja so, dass es eine konservative Regierung gab, eine Präsidentin, die, glaube ich, den Nordkoreanern gern die Zähne gezeigt hat. Also eigentlich eher wieder auf Konfrontation gegangen ist. Das könnte sich jetzt ändern. Das könnte sich ändern. Und die Lager, wo die ehemalige Präsidentin herkommt, die Gruppe hat ja kaum Chance wahrscheinlich bei der Wahl zu gewinnen. Es gibt zwei Kandidaten, die doch einen anderen Kurs fahren würden. Insofern müssen wir abwarten, was dann ab 9. Mai in Korea auch außenpolitisch und überhaupt geschehen wird. Denn im Moment können wir nicht sagen, dass eine südkoreanische Regierung irgendeine Entscheidung trifft. Und man wartet alle ab. Nur interessant ist, auch in Südkorea selber nimmt man diese Krisen, was hier wieder diskutiert wird, überhaupt nicht wahr. Und das wird gar nicht diskutiert. Würden die USA diese Chance nutzen? Sie haben ja schon von dem Hamburger gesprochen. Ja. Ich glaube, bitte. Trump ist ja noch lieber gebackene Chicken Wings, also die er dann mit Kim Jong-il verdrückt, um dann auf eine gemeinsame Linie einzuschwenken, dass man dann sagt, okay, wir können das Problem und die unterschiedlichen Interessen und das, was da alles zum Teil schiefläuft, auch ökonomisch, nur lösen durch Verhandlungen? Ich glaube, Trump wäre bereit, das zu machen, sich mit Kim Jong-un zu treffen. Ich glaube schon, dass er verhandlungsbereit wäre. Aber die Frage ist, wie würde dann eine Lösung aussehen, wenn der Zeitpunkt da ist? Kim Jong-un muss das Gefühl haben, der muss gewinnen, der muss was bekommen. Er kann sein Gesicht nicht verlieren für seine eigenen Leute, sein eigenes Volk. Was müsste China, die USA ihm geben, damit er sagt, okay, wir machen nie wieder Nuklearwaffen? Und was wäre das? Was eine entmilitarisierte Halbinsel. Finger weg von Taiwan und dem südchinesischen Meer nicht so viel. Nein. Atomwaffen aus der Halbinsel raus, Sicherheitsgarantie für das Regime und keine Soldaten in Südkorea. Also, ich wollte noch eins ergänzen. Trump macht ja vieles, was Obama nicht gemacht hat. Ja? Um zu beweisen, dass er handelt anders als Obama. Das ist auch in diesem Fall ganz interessant, denn diese Vereinbarung war damals in der letzten Periode von Clinton getroffen worden. Und dann kam der Regierungswechsel zu Obama und Obama hat einen konfrontativeren Kurs gegeben. Aber er hat es versucht am Anfang mit Verhandlungen. Er hat das nicht weitergeführt, was Clinton eigentlich begonnen hat. Ja, da müssen wir auch gucken, dass die in Südkorea auch Regierungswechsel gegeben hat. Ja. Und die südkoreanische Regierung
Regierung eigentlich auch das abgelehnt hat. Deswegen war ja bei Obama ja Hände gebunden. Trotzdem fast, ne? bleibt, ich versuche es nur auf den Punkt zu reduzieren, Trump macht das, was Obama nicht gemacht hat. Ja? Er will beweisen, dass er das kann. Ja, das eine sind natürlich Sicherheitsgarantien. Das andere sind ist das der Abbau von Sanktionen. Denn das zweite Staatsziel Nordkoreas, neben dem Erhalt der Kim-Dynastie und des Systems, ist die wirtschaftliche Gesundung des Landes. Das ist Handel, der Handelspartner Nordkoreas, ich weiß nicht, zu 95%, fast 100% ist China. Ja? Also ein Handelsabkommen beispielsweise mit den Vereinigten Staaten, ähnliche Dinge, eine Öffnung unter Beibehaltung des Systems, das muss man immer dazu sagen, und ohne Gefährdung der Kim-Dynastie. Das wäre ein Ansatz, der, glaube ich, erfolgreich wäre. Der in Südkorea könnte ja auch zu menschlichen Erleichterungen führen könnte. Es gab ja mal eine Zeit, wo sich Familien sogar gegenseitig besuchen konnten. Wir haben eine ähnliche Situation, selbst sie hatte zwar historisch gleiche Ursachen, es war völlig anders als die deutsche Teilung, man nimmt sich da ja immer ein Beispiel. Es war ja schon mal sehr viel weiter gewesen in Korea. Ist das ein wichtiges Thema in Ihrem Land zu sagen, also wir müssen ja irgendwie versuchen, mit Nordkorea klarzukommen, um eben auch irgendwann mal diese Teilung zu überwinden? Also Wiedervereinigung oder Überwindung der Teilung ist immer ein wichtiges, also das Thema in der koreanischen Politik, und das wird auch so bleiben, solange das Land geteilt ist. Die Frage ist, wie erreichen wir, können wir mit einem großen Bargain, great bargaining, ne, wie die beiden, ne, mit einem großen Deal, wie die beiden letzten Regierungen versucht hatten, erreichen? Oder geht es mit kleineren Schritten, wie man in Deutschland eigentlich seit den 60er Jahren gemacht hat? Also darüber gibt es auch eine große Diskussion. Und nur letztendlich haben wir gesehen, dass mit diesem großen Deal wir nicht weitergekommen waren. Mhm. Und wenn man genau schaut, was ist denn passiert zwischen 1993 bis jetzt? Wir hatten unterschiedliche Phasen gehabt. Ne? Und es waren zwischen 1998 bis 2007 die Phase, wo die Dialog stattgefunden hat zwischen den beiden Regierungen. Da waren die Krise oder diese Nuklearprogramme weniger entwickelt. Also Nordkorea hat weniger daran gearbeitet. Und aber als es mit großen Deal auf einmal alles gelöst werden sollte, da ging es nicht mehr. Das waren ja dann stattdessen eine Konfrontation. Das ist eine Frage auch der politischen Kultur. Donald Trump hätte ja nicht halb Manhattan aufkaufen können, wenn er in seinen geschäftlichen Schritten immer mit kleinen Schritten vorgegangen wäre. Ist das mit den USA zu machen, diese, sag mal, also auf einer langen Zeitschiene gesetzt, langsam Verbesserungen im Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea zu erreichen? Donald Trump denkt nicht in solche Schemen so langfristig. Er denkt immer, was können Sie jetzt für mich tun? Genau. Die Frage beantworten. Und dann, ich meine, für ihn gibt es keine diese Werte einer nicht mehr geteilte koreanische Halbinsel. Für ihn, das hat keine Bedeutung. Ich meine, wenn er Präsident 1989 gewesen wäre, hätte er gesagt, naja, lass mal die Deutschen geteilt bleiben, Hauptsache, es gibt keinen Krieg. Aber er hätte nie gesagt, die Freiheit und die Einigkeit, das ist für uns am wichtigsten. Das wird er nie sagen. Der wird wahrscheinlich sagen, okay, Herr Xi, was können Sie für mich tun, damit dieses nordkoreanische Problem beseitigt wird? Und wenn die Chinesen liefern, dann sagt Herr Xi, Herr Trump, was machen Sie für mich? Und da wird Trump auch liefern müssen. Ja. Wahrscheinlich mit einem Handelsabkommen. Er sagt nicht mehr, die Chinesen haben unsere Wirtschaft vergewaltigt mit niedrigen Währungswerten. Ja. Das ist man nicht mehr. Nein, nicht mehr. Jetzt sagt er, Herr Xi ist ein hervorragender Mensch. Wir verstehen uns. Wir haben fast ein Bromance. Ja, ich meine, solche Wörter benutzt er. Wir wissen einfach nicht, was er morgen machen wird, aber er wird ein Deal machen, wenn es möglich ist. Ist das zu moralisierend gedacht, dass sozusagen die Weltpolitik zu einem geschäftlichen Geschacher verkommt? Nein, ich denke, hier gilt die Regel First Things First. Das Erste ist erstmal, dieses Problem zu lösen. Und auf dieser Grundlage ist dann
eine Annäherung zwischen den beiden Koreas sicherlich eher möglich, als das bisher der Fall ist. Solange diese Nukleardrohung, Raketendrohung besteht, kann es keine Annäherung geben. Dann gibt es diese. Aber ich wollte noch mal die besondere Rolle Chinas betonen. Ich finde es äußerst bemerkenswert, wie China sich in diesem Fall verhält, wie konstruktiv China an diesem Problem mitarbeitet. Denn die bilateralen Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und China sind ja nicht gelöst. Da ist diese Handelsfrage, da ist die Expansion Chinas im südchinesischen Meer, da ist die Zwei-Staaten-Theorie Trumps. Und jetzt werden auch noch Raketenabwehrsysteme in Südkorea stationiert, was China ganz offenkundig als Bedrohung empfinden muss. Trotzdem verhält sich China ausgesprochen konstruktiv. Und ich denke, Trump hat das erkannt. In der Beziehung hat ein Geschäftsmann offensichtlich auch ein Gespür dafür, wenn die andere Seite entgegenkommt. Ich bin der Meinung, auch das Thema hatten die beiden Staatschefs in Florida, als sie sich getroffen haben, bei diesem Abendessen. Ich glaube, Trump hat gesagt, Herr Xi, was wollen Sie? Ja, sagen Sie. Ist das eine neue chinesische Strategie, der Vernünftige zu sein, der Berechenbare, der Ausgleichende? Man sieht in den USA, was die Amerikaner für einen Präsidenten gewählt haben. Es gibt ja eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Handelspolitik. In dem Moment, wo Trump gesagt hat, Grenzen dicht, Protektionismus, America first, haben die Chinesen plötzlich gesagt, freier Welthandel. Also das heißt, wollen sie auf allen Feldern die USA konterkarieren, sozusagen sich als Alternativmodell zu einer sich einigelnden USA sein? Ich glaube nicht. China sieht schon, es besteht natürlich große Rivalität zwischen den USA und China. Auf der anderen Seite versteht sich China immer als doch jemand, der eigentlich für Stabilität und Frieden in Ostasien, vor allem mit Blick auf Nordkorea, sorgen kann. Und dafür übernimmt China eigentlich auch sehr viele Verantwortung auf sich. Und das ist Nordkoreas ein Paradebeispiel sozusagen. Und die Politik Chinas gegenüber Nordkorea war über die letzten Jahre immer konstant. Und China hat immer wieder gesagt, wir wollen A, keinen Krieg, B, wir wollen keine Drohkulissen hier vor der eigenen Haustür. Und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat heute dieses Jahr im März noch gesagt, wer wünscht sich überhaupt noch Unruhe vor der eigenen Haustür? Und China arbeitet im Dunkeln und hat versucht, alle Parteien an den Verhandlungstisch zusammenzubringen und zu sagen, diese Drohkulissen mit U-Booten, mit Flugzeugträgern, die bringt alle nichts. Wenn ihr dafür sorgt, dass wir alle an so einem runden Tisch sitzen und über die Probleme lösen, vielleicht auch mit US-Vertretern sagen, was wollt ihr, was können wir anbieten, das wäre gut. Aber die sechste Parteigespräche, die konnte China bis heute leider... Lass uns das mal kurz als Stichwort aufnehmen. Ja. Sechster Parteigespräche, wir haben noch zwei Länder ganz vergessen, die da eine Rolle spielen. Russland. Korea ist ja nicht eine abgelegene Weltgegend, sondern da treffen ja nicht nur China und die USA mit ihren Einflusssphären aufeinander. Unmittelbar angrenzend tun auch Länder wie Russland und Japan. Da ist also sozusagen die geballte politische, militärische und ökonomische Macht dieser Welt, wenn man von den Europäern mal absieht, vertreten. Das ist ja kann ja auch eine unglaublich kritische Gemengelage sein. Welche Rolle spielen denn die Russen und die Japaner in diesem Geflecht? Wie gesagt, die ja unmittelbar an diesen Krisenherd angrenzen. Also von der russischen Seite können wir auch hören, Putin hat auch klar gemacht, an der Grenze zu Nordkorea in Vladivostok, da wollen die auch keine amerikanische Truppe haben. Das ist auch eine ganz klare Position. Und von Japan haben wir sehr komplizierte Lage. Also einerseits ist es ganz belastete Beziehung zu Korea überhaupt. Ne? Und es gibt ja noch Konflikt mit Südkorea auch, ne, wegen der Vergangenheitsbewältigung. Und als dann gibt es auch zwischen Japan und China, ja. Aber gibt es auch zwischen Japan und Südkorea. Also das Kapitel ist noch nicht aufgearbeitet. Es ist noch nicht aufgearbeitet. Und vor allem die Geschichte mit Comfortwoman, das ist richtig aufgehitzt in den letzten Monaten. Es ist liegt nicht ganz in der alten Vergangenheit. Die Reaktion von der japanischen Ministerpräsident in der letzten Woche, wo er angekündigt hat, wir würden auch keine Flüchtlinge, also nur Flüchtlinge aufnehmen, also selektiv aufnehmen. Und das wurde dann sofort sehr negativ aufgenommen, in der südkoreanischen Gesellschaft. Man denkt, was will der jetzt?
will er eigentlich Krieg provozieren oder den Nordkorea, also USA auch noch auffordern, auch weiterzumachen. Und damit, denn allgemein denkt man, Japan profitiert, wenn in Südkorea schlecht geht. Und das ist allgemeine Wahrnehmung. Und so war auch die Reaktion in der Gesellschaft, was will der japanische Ministerpräsident. Aber letztendlich fragt man sich, worum geht es in Japan, wenn es auf der koreanischen Halbinsel richtig zum Krieg käme. Wir hatten während des Koreakrieges einen Koreakriegsboom in Japan gehabt. Mhm. Die profitierten wirtschaftlich von dem natürlich Koreakrieg. Natürlich, auch Deutschland hat er auch davon profitiert. Manche koreanische Wirtschaftsleute haben Angst davor, jetzt, dass die Nachbarländer eher damit rechnen könnte, wenn es auf den koreanischen Halbinsel so eine Katastrophe kommt, letztendlich viele Probleme dadurch gelöst werden könnte. Also muss man ja auch sagen, Korea hat ja, Südkorea hat viel zu verlieren, nicht nur mit Handys, auch mit Autos, wissen wir ja. Und das sind ja starke Konkurrenten auf dem Weltmarkt, ne, letztendlich. Land, ja. Das sagte ich immer nur, in der Europäischen Union sich die Länder nicht verstehen, die Nachbarn. Aber wir haben es ja, Herr Kujat, hier nicht nur mit militärischen Rivalen zu tun, sondern wie Frau Lee gerade gesagt hat, auch mit Ländern, die sich aus historischen Gründen nicht ausstehen können. Das wird ja ein diplomatisches Kunststück, da eine einigermaßen ausbalancierte Friedenssituation hinzukriegen. Ich denke aber, man muss es versuchen. Japan muss mit an den Tisch. Japan fühlt sich von Nordkorea bedroht. Und wie Sie eben sagten, richtig sagten, Russland ist Nachbar, wenn auch die Grenze zwischen Nordkorea und Russland nur ungefähr 20 Kilometer beträgt. Aber Russland ist ein Spieler in dieser, Mitspieler in diesem Spiel. Die müssen zusammen an einen Tisch schon, um auch ein Abkommen, wie immer es dann am Ende aussehen mag, dann stabil zu bekommen, zu garantieren. Ich halte das für ganz, ganz entscheidend. Natürlich sind die historischen Erfahrungen, Japan, Besatzungsmacht in Korea, und das muss man hier nicht ausbuchstabieren, spielen natürlich nach wie vor im Bewusstsein der Völker eine große Rolle. Aber ich denke, man muss auch dann Verständnis dafür wecken, für die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden und was man tun muss, um diese Schwierigkeiten zu beenden. Bis jetzt haben wir ja hier in Europa vor allen Dingen Angst vor einem möglichen Atomkrieg. Aber welche Rolle spielt Europa eigentlich in diesem Konflikt? Wir sind ja in der NATO mit den USA verbündet. Jetzt, wie der Name NATO schon so schön sagt, bezieht sich das allerdings auch nur auf den Bereich des Nordatlantik. Aber sind wir da wirklich unbeteiligt? Sind wir da nur zur Zuschauerrolle verdammt? Oder spielt Europa, kann es eine Rolle übernehmen oder soll es eine übernehmen? Europa spielt keine Rolle und kann auch keine Rolle übernehmen. Das muss man, also ich sage das als Deutscher. Na, wir als Deutsche eigentlich müssen sagen, Deutschland hat nicht aktive Rolle da am Aber es wird uns ja sicherlich nicht kalt lassen, wenn dort irgendetwas passiert. Obwohl vor allem Deutschland und viele europäische Staaten genießen eine besondere Vertrauensverhältnisse zu beiden Koreas. Ne? Ja. Letztendlich, wenn irgendeine Region gibt, die unbeteiligt ist, aber doch eine Rolle spielen könnte, dann wäre es in Europa und vor allem Deutschland. Ne? Deutschland mit der besonderen Geschichte zu beiden Koreas, und das Deutschland unterhält ja auch immer noch diplomatische Beziehungen zu Nordkorea, ne, und hat auch direkten Zugang, was Südkorea im Moment nicht hat. Deshalb, man schaut deshalb auch nach Europa und vor allem nach Deutschland. Auch nicht die nur USA lassen sich ja, glaube ich, diplomatisch in Nordkorea von Schweden vertreten. Also insofern ist das ja auch ein europäisches Land. Aber ich meine, Donald Trump telefoniert jetzt einmal die Woche mit Frau Merkel. Und Er will natürlich das Gegenteil von Obama machen, aber letztendlich macht er was? Immer das Gleiche, was Obama gemacht hat. Obama war immer der Meinung, Angela Merkel ist unser Fenster zum Russland zum Beispiel oder vielleicht zum Nordkorea oder ein wichtiger so Link. Und ich glaube, Trump sieht das auch, und ob er das zugeben will. Aber er telefoniert mit Frau Merkel einmal die Woche, weil er behauptet, und ich zitiere jetzt, unsere Chemie ist unglaublich gut. Was das bedeutet. Das schmeichelt natürlich unsere empfindliche Seele, empfindsame Seele, muss ich jetzt sagen. Ja. Aber man muss wir müssen Realpolitik machen. Wir haben nicht die Mittel,
um dort tätig zu werden. Natürlich kann man immer seine guten Dienste anbieten, man kann sozusagen flankierend auch unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge, was man eigentlich tun kann. Aber wir können da keine Brokerrolle spielen. Das ist ausgeschlossen. Es sind ja immerhin zwei europäische Staaten auch Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Also insofern bestünde da ja auch eine gewisse Einflussmöglichkeit. Natürlich, da kann man natürlich auch von Deutschland aus gegenüber Großbritannien und Frankreich sagen wir mal, hilfreich sein in der Beratung. Aber unmittelbar in dem Geschehen, da haben wir keine Aktien. Ja, Deutschland oder Europa sitzt nicht am Verhandlungstisch, das ist klar. Aber dennoch, ne, man muss ja nicht direkt am Verhandlungstisch sitzen, um auch eine Rolle bei diesem ganzen Pokerspiel zu spielen. Man kann auch dann Ratschläge geben, aber auch anders einwirken. Das würde aber, wissen Sie, meine Erfahrung zeigt, man muss ganz vorsichtig sein, wenn man nicht am Verhandlungstisch sitzt, verfügt man auch nicht über alle Informationen. Ja, und da besteht das große Risiko, dass man dann einen falschen Ratschlag gibt. Ja. Wenn die Vereinigten Staaten wirklich, sagen wir mal, im Rahmen der G7 oder auch in der NATO ihre Verbündeten einweihen würden in das, was geschieht, und um Rat fragen würden, was ich nicht sehe, natürlich, das wäre eine Option, da würde ich auch jeden ermuntern, dann seine guten Dienste anzubieten. Aber solange man nicht unmittelbar involviert ist, ist es eine sehr delikate Rolle, die man spielt. Dabei ist doch eine Information über das Land Nordkorea sehr beschränkt. Man weiß ja überhaupt gar nichts über das Land, wenn wir ganz offen sagen. Es mag jetzt an einige Geheimdienste der Welt, in Südkorea, der USA, ein paar Informationen haben, wo die nuklearen Waffen stationiert sein könnten, aber hundertprozentig sicher können sie das nicht sein. Und wir denken an den zweiten Irakkrieg, dass die Amerikaner auch aufgrund falscher Informationen falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja gut, die wollten ja im Irak unbedingt einmarschieren. Wir wissen ja noch nicht mal genau, wie alt Kim Jong-il ist, ich glaube 33, noch etwas jung an Jahren. Sollte sich dieser junge Mann etwas bockbeinig zeigen? Offiziell 84 Jahrgang. Sollte sich dieser junge Mann etwas bockbeinig zeigen bei der Friedenslösung auf der koreanischen Halbinsel? Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Sind da Sanktionen möglicherweise sinnvoll, das Land wirtschaftlich in die Enge zu treiben? Oder würden die wie bei Vater von Kim Jong-il und Kim Jong-il, der schon mal 3 Millionen Menschen hat verhungern lassen, den hat das gar nicht gestört, dass da Sanktionen stattfanden. Führen die überhaupt zum Erfolg? Ach, da müssen wir zuerst eingreifen, denn es war ja nicht, dass der Vater Kim Jong-il den 3 Millionen Bürger sterben lassen und Sanktionen nicht gekümmert hat. Ne? Das war ja Hungersnot. Aber das war Naturkatastrophe. Mhm. Es war nicht die Sanktionsfolge. Gut, also zumindest Sanktionen können helfen. Aber also würde Ihnen nicht besonders Sanktionen würden ihn nicht, schließe ich daraus, würden ihn nicht besonders beeindrucken. Sanktionen beeindrucken die Nordkoreaner nicht. Wenn es Sanktionen gibt, wird China im Geheimen ein bisschen helfen. Man wurde auch Kohleschiffe von Nordkorea in der letzten Zeit gesichert worden. Ja, gut, es mag keinen Sinn. Aber nochmal zurück auf das Stichwort Europäische Union. Was kann Europa dafür tun? Ich meine, der einzige Grundsatz, den wir in den letzten 100 Jahren in Europa aus der europäischen Integration lernen könnte, ist ja, die beste Voraussetzung für Frieden und Stabilität ist wirtschaftliche Integration. Man müsste ja irgendwann mal die Sanktionen fallen lassen und Nordkorea in möglicherweise ein regionales wirtschaftliches Netz einbinden, damit es den Menschen besser geht. Und das wäre vielleicht ein Ausdruck. Und dann auch, man darf auch nicht vergessen, dass dieses Land auch seit langem durch die Sanktionen eigentlich ein ganz starkes Autarkie aufgebaut hat. Ja. Und welche Nordkorea. Ja. Ne? Welche Mittel haben wir, also noch mehr Sanktionen, was können wir überhaupt noch sanktionieren? Ich glaube, wir unterschätzen Nordkorea, ne? Weil der Halbbruder von Kim Jong-un, der vergiftet wurde in Malaysia. Halbbruder. Okay, der wurde vergiftet von Frauen aus Nordkorea. Und dann habe ich mich gefragt, was machen nordkoreanische Frauen in Malaysia? Das waren nicht Nordkoreanerinnen, sondern Vietnam und Philippinen. Aber es gab irgendwie... Also man weiß nicht. Ja, man weiß das nicht. Das ist alles nur Spekulation. Also Sie haben jetzt, habe ich zumindest aus den letzten Äußerungen gehört, dass man möglicherweise sozusagen die Wirtschaftskooperation, wie sie die Europäische Union pflegt, möglicherweise in Asien friedensstiftend, wie auch seinerzeit in Europa friedensstiftend einsetzen kann. Das nehmen wir jetzt mal zum Abschluss der
Sendung so zur Kenntnis, denn in der Europäischen Union ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Da soll es ja schon wieder Staaten geben, die da gerne rausgehen, trotz der friedensstiftenden Maßnahme dieser Institution. Ich bedanke mich hier, liebe Zuschauer. Morgen in der Phoenix-Runde. Die Europäische Union präsentiert die Rechnung. Was kostet den Briten der Brexit? Bleiben Sie bei Phoenix.